Ja, so, ich bin jetzt schon mal nach Japan gegangen. So, hab nämlich schon mal drauf geguckt, um zu gucken, was wir fahren. Ich will eigentlich driften, aber ich habe so Schiss, dass das daneben geht, weil ich nicht kann. Aber komm, wir probieren es einfach mal. 24.000 Rufpunkte um 45.000 Euro. GP-Drift-Wettkämpfe werden in Form von K.O.-Turnieren ausgetragen. Alle Mitstreiter werden in Paare eingeteilt und müssen ihren jeweiligen Gegner punktemäßig in einem Rennen schlagen. Wer gewinnt, kommt in die nächste Turnierrunde. Die Punkte hängen von Winkel, Geschwindigkeit und Dauer der einzelnen Drifts ab. Große Winkel und hohe Geschwindigkeiten bringen auch mehr Punkte ein. Nach einem Drift steht dem Fahrer ein kleines Zeitfenster zur Verfügung, das er nutzen kann, um einen weiteren Drift einzuleiten. Durch das Aneinanderreihen mehrerer Drifts steigt die Combo. Je näher du bei deinen Drifts an die roten Fahnen herankommst, umso mehr Bonuspunkte kannst du dir holen. Pass aber auf, dass du nicht von der Strecke abkommst oder eine Kollision verursachst, da dir in diesem Fall alle gesammelten Punkte wieder abgezogen werden. Viel Glück. Ja, das Glück werde ich brauchen, mein Freund. Brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Pontiac GTO 108.000. Toyota Corolla, Toyota Suara. Und hier alle Kosten. Oh, wir probieren es erstmal mit dem billigsten. Ich hab Schiss. Ja, 36.000, die haben wir auch noch. Ich kenne den Wagen ja aus Pro Street, aus Need for Speed Pro Street. Da, mit dem kam ich da auf jeden Fall gut zurecht, aber auf der PlayStation 2 war das. Ah, das kann ja dann jetzt nur scheiße werden. Irgendwen müssen wir denn? Ah, Yusuf Daud wieder. Yusuf Daud. Der fährt den Mazda. Also ich kann für nichts versprechen, Freunde. Also ich habe getan, was ich konnte. Das war das Beste, was ich je gemacht habe hier. Wow, ich hab's ja drauf. Wow, was ist jetzt los? Ich kann's ja, halbwegs. Das ist für meine Verhältnisse bombastisch. ...176.000 für Punkte hatte ich ja noch nie. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. So. So, 241.000. Aber ich war ganz konzentriert jetzt. Bin ja mal gespannt, ob das gereicht hat. Nö. 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 Pff, ja, toll. Bin schon raus. So, jetzt gucken wir mal, was machen die denn dann da für Punkte im Finale. Okay, 655.000. Ja, da fragt sich jetzt mal einer, wie soll man das bestehen? Na toll, sind wir schon raus. Oh, so ein Mist, verdammt. Komm nochmal. Wir nehmen mal einen anderen Wagen. Komm, wir kaufen uns mal den Pontiac. Vielleicht ist der ja gut. Wir geben ja ein Auto nach dem anderen, kaufen uns hier. Und wenn dann auch nichts hilft, ich glaube, dann gehe ich mal mit der Schwierigkeit etwas runter. Leider, leider.
Ich gebe mein Bestes hier. Oh, der hat aber auch einen schönen Sound. Oh, es hat schlecht gerade. Oh, wo war das denn? Oh, Mucke, Mucke, Mucke. Oh, Alter! So. Was mach ich denn da? Boah, das ist doch schlecht, Freunde. Zurück. Ja, zurück. Bloß zurück. Meine Fresse, ne. Das war ja peinlich. Nein. Ja. Ich will mich zurückziehen, verdammt nochmal. Ich nehme jetzt wieder meinen Toyota. Und wir gehen etwas runter. Nein. So. Wir gehen mal auf Profi. So. Gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Aber beim Driften gehe ich definitiv runter. Sonst kriege ich hier die Krise. Sonst sitze ich hier Weihnachten noch am Driften rum. So, komm schon. Also irgendwie liegt mir der Wagen besser. Hier kann, also mit dem kann, ich sag ja, den Wagen, den konnte ich schon perfekt in die Need for Speed Pros driften. Oh, das war etwas zu schnell. Hauptsache, die Kombo lebt noch. Ja, es redet mein Handy schon wieder mit mir. Also 361.000, dann Kombo. Oh, was mache ich denn da? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wo bin ich denn? Oh, ey. So, 379.000. Absolute Bestleistung von mir. So, wir sind schon mal eine Runde weiter. Gott sei Dank. Jetzt dürfen wir gegen Takahiro Uno oder Ueno. Uno, ich sag einfach Uno. So, Uno. Kartenspiel. Was fährt er denn hier? Ein Toyota Suara.
Na toll. So, wie krieg ich das nochmal hin? Ja, hier 360 Grad Drehung. Ja, weiter, 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 weiter. Hi. Boah, es trifft Kacke. Das war doch jetzt sehr gut. Oh, das wird wieder eng. Oi. Hoffentlich reicht das fürs Finale. Oh, jetzt bin ich gespannt. Komm schon, 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 komm schon. Jawohl. Das war aber jetzt knapp. Okay, so. Jetzt brauche ich meine absolute Bestleistung. Oh mein Gott. Ab ins Finale. Gegen Jin Kudo. Was hat er denn eigentlich da gemacht? 385.000. Okay, jetzt müssen wir definitiv meine Drift-Bestleistung irgendwie rausholen, ob ich das hinkriege. Was fährt der denn da? Nissan Silvia S15. Oh, Freunde. Jetzt geht's um alles. Alles oder nichts. Da geht schon wieder Scheiße los. Okay. Nein, nicht dagegen. Okay, komm, dann starten wir nochmal neu. Das ist so kacke. Oh Mann. Na Gott sei Dank muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Oh, warum drifte ich denn nicht? Oh, ich drück doch die ganze Zeit hier, das, was ich machen muss. Oh, komm. Driften ist ja wirklich nicht meins. Versuche mit deinem Drift so nahe wie möglich an die Fahne heranzukommen. Je näher du kommst, umso mehr Punkte erhältst du. Warum drehe ich mich denn hier? Komm schon. Ja, jetzt läuft es halbwegs.
Oh, wir haben Kombo mal 11 hier. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. 880.000. Wie habe ich das denn geschafft? Hammergeil. Krass, ich kann es ja doch halbwegs. Guck mal, 408.000 und wir. Wow. Wow. Also ich glaube, da fahren wir eher jetzt eine Drift-Glücksrunde. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt hier perfekt war. Also hier, Pascal hat bestimmt was zu lachen, wenn er sich hier das Driften hier anguckt. Oh Mann. Aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Aber da stehe ich niemals. Ja, 44.550 abgesahnt. An der J-Speed Super 2 Lizenz dran. Wir sollten für den nächsten Wettkampf in Japan bleiben. Oh ja, da fehlen nur noch 2.400. Boah, fast alle. Du hast gewonnen. Das Preisgeld können wir echt gebrauchen. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Stand, wo wir vorher waren. Neue Sponsoren. Ja, da haben wir jetzt nochmal was zu gucken. Haben wir denn da? Oh, 6.750. Aber oh, der kommt auf jeden Fall rein. Für was will er eigentlich? Zielfahrt an dritte Position. Ohne Schäden. War egal, schaffen wir eh. So, den schlechtesten schmeißen wir raus. Also, Abexi darf gehen und Luke kommt. Okay, der Rest ist, sagen wir mal, den will keiner haben. Gut. Ja. Die 24 Stunden von Le Mans sind ein 24-stündiges Rennen auf einer der anspruchsvollsten Teststrecken der Welt, dem renommierten Cirque de la Sarthe. Die Wagen werden für den Wettkampf in 4 Klassen unterteilt. Es werden Preise für die Sieger der einzelnen Klassen sowie den Gesamtsieger vergeben. Das Rennen findet jeweils zum Saisonende statt. Ein Sieg bei diesem Wettkampf ist für jeden Fahrer die Krönung der Saison. Ja, das würde ich sagen, fahren wir dann beim nächsten Mal. Ich guck mal, ob wir dann auch in einem eigenen Team fahren können, also mit unserem eigenen Team. Weil jetzt brauche ich dafür erstmal eine Pause. Okay, dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Race Driver Grid. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch viel Spaß. Euer Mucke.